Tag zusammen, willkommen zurück in Viridis, unserer nachhaltigen Stadt. Ein Blick über den Umweltcampus sehen wir hier mit den neu errichteten Wohngebieten hier auf der rechten Seite und hier auch Garden links, die wir jetzt erstellt haben, um den Umweltcampus nochmal ein bisschen zu versorgen mit Bevölkerung. Wir wollen jetzt aber den Campus verlassen und ein wichtiges Großprojekt angehen. Und zwar möchte ich in dieser Folge über die Kernfusion sprechen und ein Kernfusionskraftwerk bauen. Und zwar fliegen wir hier über die Mosel, über Highbury hier auf diese Halbinsel. Hier möchte ich gerne jetzt unser Fusionskraftwerk errichten, was es ja hier gibt. Und dann sprechen wir auch einmal ein bisschen über das Thema Kernfusion. Wir sind ja im Jahre 2094, bis dahin die Kernfusion auf industriellem Level vorliegt, weiß ich tatsächlich nicht. Ich denke, bis dahin wird sich vielleicht einiges getan haben. Aber ja, wir sollten es, denke ich mal, angehen. Ich werde jetzt hier erstmal auf dieser Halbinsel die Bäume fällen, damit wir hier Platz haben. Und dann als nächstes das Gelände einebnen, damit wir hier einigermaßen gut arbeiten können. Wir starten von hier aus auf der Höhe 141 Meter und werden das dann hier übertragen. Ja, Kernfusion, worum geht es? Was ist so das Grundprinzip? Wir wollen die leichtesten Atomkerne, die wir haben, nämlich den Wasserstoff, verschmelzen zu schweren Atomen. Das ist dann das Heliumatom. Bei diesem Verschmelzungsprozess wird eine sehr große Energiemenge frei, die wir dann nutzen können, um das dann in elektrische Energie umzuwandeln. Also im Prinzip wäre dann wie in einem Dampfkraftwerk, ob das jetzt ein Kernkraft- oder Kohlekraftwerk wäre, ist dabei sekundär. Aber tatsächlich ist das die Idee, dass wir mit dieser frei werdenden Energie es schaffen, die elektrische Energie zu erzeugen. Das ist immer die Energieform, die wir gerne haben wollen, weil wir die elektrische Energie halt sehr leicht transportieren, umwandeln, speichern können. Da gibt es verschiedenste Wege. Das ist so die höchste Güte der Energieform. Das wollen wir machen. Also ich ziehe jetzt hier mal die Brücke weiter. Wollen wir hier Straßenbahn und Fahrrad. Mal hier rüber. Und dann sogar weiter bis über die nächste Stufe. So, das gefällt mir schon mal ganz gut. Also was jetzt hier hinkommen soll, bevor wir jetzt über die Kernfusion sprechen wollen. Also hier kommt jetzt ein Wohngebiet hin für die Forschungseinrichtung. Hier oben an die Spitze kommt die Forschungseinrichtung. Das können wir vielleicht auch schon mal vorbereiten. Ich glaube, wir brauchen keine so große Straße dafür. Wenn wir hier ein Quadrat, das wird dann unser Wohngebiet. Und dann werden wir hier mit einer normalen Straße und Fahrradwegen gehen wir dann hier in das Forschungsgebiet rein. Ja, genau hier. Wunderbar, das gefällt mir sehr gut. Wir werden hier vielleicht einmal temporär, damit wir hier an dieser Hauptstraße das Fusionskraftwerk auch direkt setzen können. Was ist denn überhaupt? Das ist hier. Genau, also das ist das Fusionskraftwerk. Hier steht hier die Macht der Sterne, also die Sonne oder alle Sterne nutzen die Kernfusion, um Energie zu erzeugen. Also da wird dann Wasserstoff umgewandelt in Helium, damit wird sehr viel Energie frei. Wir setzen das mal direkt
müssen wir einfach nach hinten setzen. Das finde ich ein bisschen besser. Wo ist es? Da ist es. So. Hier vorne. So, wenn wir uns das mal angucken, vielleicht von den spielerischen Werten her, Ausgangsleistung 16.000 Megawatt. Also 16 Gigawatt Leistung, das ist schon ein ziemlicher Brecher, vor allem auch hier im Spiel. Den wir uns mal hier beim Strom angucken, was wir hier haben. Das Ölkraftwerk, interessant ist nicht, das Kohlekraftwerk ist bei 40 Megawatt. Modernes Kohlekraftwerk immer bei 56. Und das Kernkraftwerk bei 640 Megawatt. Also die Zahlen passen einigermaßen. Also Kernkraftwerk typischerweise so ein Gigawatt Ausgangsleistung, also ein Gigawatt sind ja 1000 Megawatt, passt ganz gut. Die Kohlekraftwerke hier im Spiel sind etwas klein, also 56 Megawatt, da bräuchte man schon mehrere Blöcke, damit es realistisch ist. Aber 640 Megawatt gegen 16.000 Megawatt, das ist schon ein ziemlich großer Klotz, den wir hier haben. Wir nutzen das Prinzip, was wir auch die Sterne nutzen, die wandeln die Energie, oder haben diese Energieumwandlung dadurch, dass sie die Kerne nehmen, die Wasserstoffkerne, Protonen, die werden verschmolzen zu Helium. Helium ist ja das nächst schwere Element mit zwei Protonen, zwei Neutronen im Kern. Dabei wird Energie frei. Das ist so das Grundprinzip, da sprechen wir euch nochmal im Detail drüber. So, ich will jetzt hier die Straße nochmal wieder einmal rückumwandeln. Machen wir sie dort. Den Zipfel können wir auch wegnehmen. Können, glaube ich, auch mit dem Fahrrad rumfahren. Unsere Forschungseinrichtung erlaubt. Also, wir wollen aber hier das Ding trotzdem einzäunen, damit hier nichts passiert. Nehmen wir den Baumzaun sicherlich nicht. Nehmen wir hier mal den Ölindustriezaun. Und dann gehen wir hier einmal rum und werden hier auf der Rückseite noch ein paar Objekte ergänzen, um noch ein bisschen dieser Stromgenerierungs- Einheit zu entsprechen, nehmen wir hier nochmal unsere Geothermiekraftwerke platzieren. Jetzt müssen wir eins im Hintergrund. Dann sieht das nämlich auch ein bisschen aus wie so eine wie so ein Fusionsreaktor, der ja noch so ein paar ergänzende Stromverteilungseinheiten hat. Wir haben hier auch noch beim Strom. Ich gucke nochmal hier. Wellenkraft finde ich ganz spannend. Das werden wir nochmal wann anders machen. Ist aber, spielt aber eher eine untergeordnete Rolle. Das Geothermiekraftwerk, das will ich nochmal platzieren. Da setzen wir hier nochmal eins daneben und auch vielleicht mal was doch hier vorne. Glätten das Gelände vielleicht nochmal. So. Und dann auf der gegenüberliegenden Seite ein bisschen die Symmetrie zu bekommen. Sehr schön. Und dann nehmen wir jetzt hier diese Straße nochmal hier rumziehen. Nein, das war nix. Das ist jetzt hier das Fusionskraftwerksgelände. Auch da ziehen wir nochmal einen Zaun entlang, um das hier so ein bisschen einzugrenzen. Ja, also was ist jetzt das Prinzip? Wie funktioniert die Physik dahinter? Sehr schön. Schauen wir uns das nochmal einmal an. Also wir müssen uns mal so ein bisschen die Größenordnung mal vorstellen. Also, und zwar springen wir dazu nochmal zu einem Fußballfeld. Wir haben ja hier eins, da vorne ist das Stadion. Wir fliegen mal ganz kurz zurück zum Umweltcampus, denn da haben wir schon mal so ein erstes Fußballfeld gebaut. Bird's Eye View. Ja, wobei, ich glaube, das Stadion ist sogar sinnvoller. Pardon, wir fliegen nochmal zurück. Ein bisschen wild. Hier haben wir Highbury.
das passt besser für die Erklärung. Also, wenn man so ein Gefühl dafür bekommt, wie sieht das eigentlich aus mit den Größenordnungen? Also, Fußballfeld mit Fußballstadion. Tatsächlich ist es so, wie ist jetzt so ein Wasserstoff aufgebaut? Wir haben ein Proton, das ist halt der positiv geladene Kern. Und ein Elektron, das sind die negativ geladenen Teilchen, die halt drumherum schwirren. Und von der Größenordnung ist das so, wir legen in die Mitte hier von unserem Anstoßkreis, zoomen mal rein, also da auf den Punkt, ein Reiskorn. Das ist unser Proton, unser Atomkern vom Wasserstoff. Dann fliegt das Elektron hier auf der äußeren Tribünenreihe immer im Kreis. Das heißt, so ein Atom ist total leer. Das ist kein kompaktes Gebilde, es ist halt wahnsinnig, wahnsinnig klein. Also ein Proton ist 10 hoch minus 15 Meter groß. Und wenn man das mal so auf ein Fußballstadion erweitert, also Proton als Reiskorn hier auf dem Anstoßpunkt, das Elektron fliegt hier außen auf der Außentribüne lang. In der Größenordnung spielt sich das Atomare ab. Das ist eine Welt, die können wir uns nicht vorstellen. Es ist jetzt wichtig zu verstehen, dass, was brauchen wir noch? Wir brauchen vier Kräfte, damit wir jetzt verstehen, wie wir jetzt die Kräfte nutzen können. Währenddessen bauen wir jetzt hier mal weiter unsere Objekte. Ich werde jetzt hier die für die Forschungseinrichtung mal was bauen. Aber wir haben vier Kräfte im Universum, die entscheidend sind, die vor allem für den Kernfusionsprozess entscheidend sind. Das sind die Gravitation, das ist die elektromagnetische Wechselwirkung, also positiv geladene Teilchen. Wir haben die schwache Wechselwirkung, die dafür verantwortlich ist, dass Protonen und Neutronen ineinander umwandeln können. Und das ist die starke Wechselwirkung, die ist entscheidend für die Kernfusion. So, ich möchte hier vorne am Eingang, auch da brauchen wir nochmal einen Zaun zu der Forschungseinrichtung. Den möchte ich hier nochmal setzen, dann kommt nämlich hier vorne eine Polizeistation hin. So, aber so mich auch ein bisschen eingezäunt. Vielleicht können wir nachher noch eine Kaimauer setzen. Ich habe noch überlegt, ob wir hier so einen Kanal durchziehen, aber ich glaube, das ist jetzt hier an der Stelle nicht nötig, um das nochmal so ein bisschen abzutrennen. Aber so eine Polizeistation möchte ich hier quasi an den Anfang setzen, um hier so ein bisschen auch die Bedeutung für das Kraftwerk hier einzurichten. Das gleiche hier mit einer Feuerwehrstation, auch die brauchen wir, die werden wir in die Nähe des Kraftwerks setzen. Und auch ein Krankenhaus, auch wenn jetzt diese Technologie jetzt nicht gefährlich ist, aber ich möchte trotzdem hier so ein bisschen dem Ganzen so ein bisschen gerecht werden, dass das hier doch schon eine hochkomplexe Forschungseinrichtung ist. Und auf die andere Seite kommen dann die Forschungsobjekte. Fakultät, hier haben wir noch dieses Forschungszentrum, das platzieren wir mal direkt auf der gegenüberliegenden Seite. Und dann werden wir hier noch ein paar von diesen Fakultäten ergänzen. Hier haben wir noch diese Fakultäten. So, jetzt habe ich hier überall Straßen, keine Fußgängerwege, das finde ich jetzt aber nicht so schlimm. Und dann haben wir jetzt hier noch so ein paar Verwaltungsgebäude, die sollten wir, glaube ich, auch nochmal platzieren. Und dann brauchen wir gleich noch so ein Stadtteil. Also das hier wird dann jetzt unsere Fusionsforschungsanlage. Und dann wird das hier dann die Wohnstätte. Also wir hatten jetzt gesagt, die vier Kräfte. Die Gravitation kennen wir, ist sehr gut erforscht. Newton war der Erste, der sie systematisch mal erfasst hat, beschrieben hat. Einstein dann mit der Relativitätstheorie erweitert.
mit der speziellen und der allgemeinen Anfang des 20. Jahrhunderts. Die ist eine, also die schwächste der Kräfte, die wir kennen. Und mal so die Verhältnisse machen. Die starke Wechselwirkung, die wirklich dafür verantwortlich ist, dass Protonen und Neutronen im Kern zusammenkommen, wenn wir da mal sagen, das ist die Stärke 1, dann ist die, so Türmchen ist ja ein sehr netter Name, aber das ist der Fusionsreaktor. Und das ist die, nennen das mal Hustadt. Das ist in Bochum. Damals, als die Universität in Bochum entstanden ist, der Stadtteil, der ja, als Wohnstadt geplant war für die also es war die geplant als Wohnstadt für die Forschenden im für die Universität in Bochum. Ja, also starke Wechselwirkung ist dafür verantwortlich, dass sich Kerne oder dass die Kerne zusammengehalten werden. Stärke 1. Dann hat die Gravitation, die wir jetzt ja alle kennen, eine Stärke von 10 hoch minus 41. Also 41 Nullen, dann kommt die 1. Also die Gravitation ist wahnsinnig schwach. Das muss man wirklich beachten, dass diese Gravitation, die hat die Reichweite ist unendlich groß, das ist halt das Besondere. Sie ist sehr schwach, aber groß, und wenn Massen zusammenkommen, dann wirkt sie. Wir merken es an der Erde. Also, aber sie ist wahnsinnig schwach. Und wir können sie nicht abschirmen. Sie gilt tatsächlich, wirkt überall. Und das ist schon eine größere Herausforderung. Ich werde mal hier zwei von diesen Dingen setzen, damit wir hier entsprechend genug Platz haben für unseren Straßenbezirk. Dann haben wir die elektromagnetische Kraft. Die kennen wir auch. Positive und negative Ladungen ziehen sich an. Gleichnamige stoßen sie ab. Kennt man aus dem Physikunterricht. Auch das ist eine Kraft, die grundsätzlich eine unendliche Reichweite hat. Aber sie ist also ist auch relativ stark, also nur ein Hundertstel, wie gesagt, starke Wechselwirkung, Stärke 1, die, wir können dem hier nochmal einen Namen geben, das ist auch Hustadt Fußgänger, na, hab ich gemacht, Mist, wie immer, Hustadt Fußgängerzone, so. Und platzieren jetzt hier unsere Objekte. Ich will ja auf jeden Fall eine Straßenbahn haben. Das müssen wir aber dann hier mitmachen. Genau. Also elektromagnetische Kraft, ein Hundertstel Stärke. Das heißt, die ist schon ziemlich stark. Das ist jetzt auch gleich wichtig für die Kernfusion. Aber wir können sie natürlich abschirmen, also Metallplatte oder positive oder negative Ladung ausgleichen. Dann können wir das tatsächlich, können die sich abschirmen. So, wir kommen hier mit der Straßenbahn an. So, dann kann die Straßenbahn hier wenden, dann hier zurückfahren. Da haben wir hier quasi die Verbindung hier rüber. Wir müssen sowieso irgendwann hier drüben in der nächsten Folge auch nochmal ran. Das passt noch nicht so ganz gut. Dann brauchen wir jetzt hier diese hier. Dann nehmen wir ruhig das mit dem Sandstein und werden jetzt hier nochmal eine Buslinie hier so durchziehen. Auch da brauchen wir was zum Wenden für die Busse. Das brauchen wir auch mal direkt. Und ja, so, also, die ist schon ziemlich stark, die elektromagnetische Kraft, und ist natürlich jetzt ein Problem, denn wenn wir jetzt bei der Kernfusion die Atome oder Atomkerne mit die Protonen zusammenführen wollen, die sind ja positiv geladen, und die stoßen sich natürlich ab. Was machen wir da? Das ist schon ein, Problem. So, was hast du jetzt hier noch für ein Problem? So, du bist nicht ganz drin. Okay.
Wunderbar. Division by Zero erlauben wir auch nicht in einem Kernforschungszentrum. Gehst du hier nochmal rum, dann haben wir hier so eine Busverbindung. Und dann kann die Busverbindung natürlich auch hier reingehen. Das ist der Plan, aber wir machen hier so eine Bushaltestelle. Das ist so die Idee. Und dann, wenn wir jetzt hier mal wild ein paar Busverbindungen setzen, so, dann gehen wir nochmal rüber. Oder das machen wir mit normalen. Schämen wir vorne das so ein bisschen ab. Wir brauchen ein bisschen Service-Einrichtung noch hier. Dass wir nochmal so eine gewisse Strecke haben für die für so ein Recycling Center. Das ist jetzt vielleicht da hinten hin, ne? Dann haben wir halt das Besondere bei der starken Wechselwirkung, die dafür verantwortlich ist, dass dann trotzdem die Atome, Atomkerne, die Protonen zusammenkommen können, ist die Kraft sehr, sehr stark, hat aber eine Reichweite von 10 hoch minus 15, also wirklich der Durchmesser von so einem Proton. Das heißt, die müssen wirklich ganz nah aneinander kommen, damit da überhaupt irgendwas funktioniert. Das ist schon echt kurz. Und dann noch die schwache Wechselwirkung, die ist halt dafür verantwortlich, dass wir die Protonen, Neutronen ineinander umwandeln können. Reichweite 10 hoch minus 17, also ein Hundertstel Durchmesser von so einem Proton und Neutron. Also wahnsinnig, wahnsinnig kurze Reichweiten, die wir da nur haben. So, und jetzt müssen wir halt es schaffen, irgendwie die Protonen so nah zueinander zu bekommen, dass sie miteinander fusionieren können. Das ist die Idee. Das heißt, wir brauchen entsprechend hohe Energien, damit sie zusammenkommen können. Das ist jetzt so das Grundprinzip. Wie schaffen wir es nun, diese elektromagnetische Abstoßung zu überwinden? Wir brauchen hohe Temperaturen, denn aus der Thermodynamik wissen wir ja, dass hohe Temperaturen hohe Geschwindigkeiten bedeuten. Und damit können wir dann diese starke abstoßende Kraft überwinden, damit wir es dann schaffen, die positiv geladenen Protonen zu verschmelzen. Das ist die Idee, die wir haben. Wie funktioniert das in Sternen? Was ist da der Antreiber? Das ist tatsächlich die Gravitation. Durch hohe Drücke, also in der Sonne haben wir einen Druck durch die Gravitation von 250 Millionen Bar. Das ist also 250 mal der Erdatmosphärendruck, den wir haben. Und der entsteht dadurch, dass in der Sonne durch die großen Massen, die dort vorherrschen, es zu einer Kernfusion kommt. Es entsteht ein Plasma, das heißt, wir trennen Protonen von den Neutronen. Das ist nichts Besonderes. Das kennen wir auch auf der Erde. Also ein Blitz ist nichts anderes als ein Plasma, das erzeugt wird. Wenn also der Blitz entlädt, das nutzen wir vielfach in der Physik, das Plasma. Aber in der Sonne ist das Grundprinzip so, dass wir also versuchen, die Protonen von den Elektronen zu lösen und umgekehrt die Elektronen von den Protonen zu lösen. Und dann sind wir in der Lage, dass die Protonen sich zusammentun, verschmelzen können. Gucken wir mal, haben wir alle Wege. Hier können wir mal einen durchlegen. Naja, aber das ist, wie gesagt, die treibende Kraft an der Stelle. Auf der Stern ist dann die Gravitation, die dann greift. Es entstehen Temperaturen von 15 Millionen Grad Celsius. Die sind also notwendig, damit es zu der Kernfusion
kommen kann. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass die Teilchen dann zusammenkommen, also wie diese elektromagnetische Abstoßungskraft überwinden können, ist dennoch trotz der hohen Temperaturen und damit der hohen kinetischen Energien, die vorherrschen, wahnsinnig klein. Und das ist halt so ein, naja, ein Grundproblem. Man braucht also wirklich viele Protonen, damit das funktioniert. In Sternen kommt es dann irgendwann zur Selbstzündung. Was dann halt später noch passiert ist, dass wenn der Helium, wenn das Wasserstoff dann irgendwann fusioniert ist zu Helium, dann fällt der Stern weiter in sich zusammen es geht dann weiter, dass dann das Helium verschmilzt zu schwereren Atomen, Lithium und so weiter, bis am Ende als letztes schweres Element Eisen entsteht. Das ist das letzte Element, was entstehen kann in diesem Fusionsprozess. Ansonsten alles, was dann noch schwerer ist an Elementen, entsteht dann erst in der Explosion eines Sterns im Rahmen einer Supernova zum Beispiel. Also von daher, da sind große Kräfte am Werk und wir wollen das jetzt auf der Erde nutzen. So, Gravitation fällt aus, die können wir nicht nutzen. Die steht uns so nicht zur Verfügung. Wir können keine Gravitation erzeugen auf der Erde, die dazu führen würde, dass dann Kerne verschmelzen würden. Das heißt, wir müssen es anders machen. Wir müssen entsprechend hohe Temperaturen erzeugen. Das ist aber tatsächlich gar nicht so einfach. Wie können wir diese erreichen? Wir brauchen also auch diese Millionen Grad Celsius, die müssen wir also irgendwie generieren. Und das, die zweite Frage, die entsteht, ist, das kriegt man noch hin. Da gibt es Möglichkeiten. Die zweite Frage, die dann aber entsteht, ist, wie schaffen wir es denn dann, dass das Plasma auch eingesperrt bleibt in einem Bereich, dass es dann zu einer Fusionsreaktion kommen kann. Und das machen wir dann wieder mit elektrischen Feldern. Das heißt, wir sind dann in der Lage, dieses Plasma, was wir dann in einem Fusionsreaktor erzeugen können, in einem elektromagnetischen Feld einzusperren. Das ist die Grundidee, die wir da haben. Das ist technisch heute auch schon machbar. Natürlich sehr, sehr aufwendig, keine Frage. Aber das können wir heutzutage schon. Aber wir müssen im Moment noch mehr Energie in das System reinstecken, als wir am Ende herausbekommen. Und deswegen sind die Fusionsprozesse Stand heute noch zu ineffizient. Also im Moment sind sie Verlustgeschäfte. Wir müssen mehr Energie zuführen, um dieses Plasma zu erzeugen, um diese hohen Temperaturen zu erzeugen, sodass wir da es nicht schaffen, also Energie zu gewinnen. Da sind wir Stand heute noch nicht. Da werden wir sicherlich irgendwann hinkommen. Und ich sage im Jahr 2100, in dem wir ja hier sind, denke ich, werden wir dann da auch hoffentlich sein. So wird dann der wissenschaftliche Fortschritt wird dann schon so weit voranschreiten. Da gehe ich also relativ fest von aus, dass wir das dann auf jeden Fall schaffen werden. Aber das ist noch Zukunftsmusik, Stand heute. Wir sind noch wirklich in der Grundlagenforschungsphase. Das heißt also, Stand heute sind viele Prozesse noch nicht verstanden. Und wir haben einfach die Herausforderung, dass wir diese Prozesse kontrollieren müssen bei der Fusion. Sodass wir also noch sehr weit davon entfernt sind, dass wir die Kernfusion wirklich technisch auf
industriellem Maßstab nutzen können. Das, also, ich hatte ja schon gesagt, das ist ja der alte Spruch, dass es 50 Jahre noch dauert, bis wir die Kernfusion dann nutzen können. Ja, da muss man jetzt wirklich mal abwarten, wie lange das dann noch dauert. Aber es, also ich persönlich rechne jetzt nicht damit, dass es früher als in 30 Jahren wir auf dem Niveau sind, dass wir dort dann es schaffen. Hier passt der Fußballplatz hin, das ist ja prima. Dass wir dann schaffen, diese Technik wirklich einzusetzen. Das ist noch ein sehr, sehr weiter Weg. So, wir brauchen nochmal ein paar Service-Einrichtungen. Ich möchte, glaube ich, hier in der Hustadt werde ich auch, wo haben wir es, noch sagen, dass wir hier diese Wall-to-Wall-Wohngebäude, das machen wir hiermit auch bei dem hier. Ja, genau, das machen wir in der Hustadt. Wunderbar, wir werden noch ein paar Wege hier setzen, damit wir hier alles angeschlossen haben. Ja, also, das ist eigentlich das Grundproblem jetzt bei der beim Thema Klimawandel. Da kommt die Kernfusion einfach viel zu spät. Und wir sollten es erforschen, da bin ich also der festen Überzeugung, dass wir da auf jeden Fall als Menschheit weiter versuchen sollten, diese Technologie für uns nutzbar zu machen, dass sie dann in 50, 60, meinetwegen in 100 Jahren, das ist egal, diese Technologie wird uns als Menschheit mit Sicherheit zur Verfügung stehen, da habe ich keine Zweifel dran, es wird nur zu spät kommen in Bezug auf den Klimawandel. Das heißt, wenn wir den Klimawandel aufhalten wollen, brauchen wir die Lösung schneller. Da reicht es eigentlich auch nicht zu warten bis zum Ende des Jahrhunderts, sondern es muss schneller gehen. Und da sehe ich, wie gesagt, im Moment die Erneuerbaren als einzige Möglichkeit dort aktiv werden zu können, dort diese Technologie nutzen zu können. Wieso macht der hier eigentlich immer diese Brücken? Das finde ich nicht so gut. Also das ist, ja, das ist halt die etwas unglückliche Situation, in der wir sind, dass wir also die Erneuerbaren zwingend brauchen, um den Klimawandel aufzuhalten. Die Fusionskraft oder die Fusionskraftwerke so werden nicht rechtzeitig kommen. So, wir brauchen hier noch ein paar Gebäude. Nehmen wir mal eine große Grundschule. Wobei, da gibt es doch noch hier diese etwas kreativen, oder? Hier vorne aber doch noch die Institut für moderne Technik. Boah, die ist aber groß. Die ist sehr groß. Dann gibt es dich nicht. Eine freie Schule. Und dann hier diese für die bildenden Künste. Ja, wir sind schon einen guten Schritt vorangekommen, was die Kernfusion angeht jetzt in den letzten Jahren. Wir sind ja gerade dabei, in Europa den großen Forschungsreaktor ITER in Südfrankreich zu errichten. Kooperationsprojekt von vielen Ländern weltweit. Das wird, wenn er dann fertiggestellt ist, das dauert noch einige Zeit, werden wir dort sicherlich dann aber gute Möglichkeiten haben, diese Grundlagenforschung voranzutreiben. Ich denke, das ist ganz wichtig.
Dennoch, so Feuerwehr brauchen wir glaube ich nicht hier an der Stelle. Können wir noch irgendwie eine Bibliothek? Hier, diese Woche, die geht sogar von der Größe. Passt hier noch irgendwo hin, hier vorne. Leider nicht mehr rein, dann können sie vielleicht aber hier reinsetzen als Institution hier vorne und ich möchte hier diesen das Recycling Center, das kommt auch weg. Da werden wir hier noch mal so eine kleine Servicebereich hier vorne schaffen. Dann machen wir nochmal in die Straßenbahn. Und dann nehmen wir hier das Recyclingzentrum, setzen das hier gegenüber. Was wir noch so als Serviceeinrichtung brauchen, bauen sie die nochmal hier eine Bank. Die soll dann entlang der Straße sein. Und die Post. Die Post. Ohne Post hier, ja, kann ich schaden. Ne? Hier kommt die Post hin. Ja. Wir haben in Deutschland tatsächlich auch noch einen Forschungsreaktor, Wendelstein 7X, der ja, technologisch einige Vorteile hat, einen interessanten Aspekt, der ein etwas anderes Konzept hat als der ITER als Forschungsreaktor. Also wir haben in Deutschland tatsächlich, das ist gar nicht so bekannt, glaube ich, man stellt tatsächlich auch einen eigenen Kernforschungsreaktor für die Kernfusion. Das ist eigentlich schon eine ganz, ganz feine Sache. Es ist aber, wie gesagt, auch das ist ein Forschungsreaktor, weit entfernt von einer tatsächlichen kommerziellen Nutzung. Wir sind noch weit von weg. So, ich denke, wir sollten hier nochmal so ein Tagungshotel. Ich gucke gerade mal. Ich will jetzt hier das nicht optimieren. Ich glaube, das ist sehr groß. Ne? Aber das kann vielleicht hier vorne hin. Nehmen wir ein Hotel. Wir ergänzen hier vorne mal ein paar gewerbliche Objekte und können mich jetzt hier in diese Zonierung vornehmen. Ja, also von daher, da ist viel Forschungsarbeit zu leisten. Das, was jetzt durch die Presse gegangen ist, der Forschungsreaktor in den USA, der da bei dem jetzt kolportiert wurde, dass wir mehr Energie rausgezogen haben, als reingesteckt wurde. Da muss man schon ein bisschen aufpassen. Das stimmt so nicht ganz. Die haben den Reaktor quasi in ihrem letzten Experiment einmal an die Grenzen gefahren, dessen, was möglich ist, und weil er danach abgeschaltet wurde. Und das hat dazu geführt, dass man es dann halt einmalig geschafft hat, in einem Teilprozess, nicht der Gesamtprozess, sondern der Teilprozess, der war dann tatsächlich energetisch attraktiver. Das heißt, da ist mehr Energie rausgekommen, als reingekommen ist. Das ist, das war so, aber danach ist das Ding auch abgeschaltet worden. Also von daher muss man wirklich da so ein bisschen aufpassen, was da auch so ein bisschen in der Presse erzählt wird zur Technik und zu den wissenschaftlichen Erfolgen. Die haben wir so direkt dann nicht immer. Wir sind weiterhin weit vorne oder sehr weit am Anfang noch der Forschung. Wir sind bei weitem noch nicht so weit, dass wir wirklich
die Kernfusion technisch nutzen können. Wir sind jetzt hier im Spiel im Jahr 2100 fast angekommen. Da gehe ich davon aus, dass wir bis dahin Fusionsreaktoren haben, die technisch so weit ausgereift sind, dass wir damit viele grundlegende Fragen bei der Kernfusion beantwortet haben. Aber inwiefern wir dann schon Großkraftwerke anfangen, jetzt in der Kiste, wie wir sie jetzt hier haben, das ist wirklich schwer abzuschätzen. Und auch die Experten sind sich da nicht so richtig einig. Das also sauber vorherzusagen, ganz schwierig. Da müssen wir mal abwarten. In, weiß nicht, 200 Jahren werden wir alle Fusionsreaktoren haben. Ob wir dann so ein Ding an der Uhr als Antrieb für die Uhren haben. Wie wir heute schon die Lithium-Ionen-Batterien haben, vermag ich nicht zu sagen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass wir da auch technologische Fortschritte machen werden. Und dann wird sich da schon was tun. Also da gehe ich fest von aus. Aber wie gesagt, das Hauptziel ist es, als Menschheit erstmal jetzt die Klimaziele bis zum Jahrhundertende zu erreichen. Und das haben wir hier mit unserer kleinen nachhaltigen Stadt Viridis auch getan. Und das ist, das schaffen wir nur mit den Erneuerbaren. Das wird die Kernenergie nicht sein. Da haben wir jetzt hier bisher noch nicht so intensiv drüber gesprochen. Aber weil wir jetzt hier kein Kernkraftwerk bauen, das heißt die Kernspaltung nutzen als Energiequelle, schwere Atome durch den Beschuss mit Neutronen zu spalten, sondern wir wollen ja da die, das ist also das Grundprinzip, wollen wir nicht hier im Spiel machen, weil wir einfach den Atommüll nicht entlagern können, da gibt es keine Lösung zu, haben wir schon mal kurz auch andiskutiert in diesem Let's Play in einer vorherigen Folge. Und ja, Kernfusion, wie gesagt, kommt zu spät. Es geht, wenn wir diese Klimaziele ernst nehmen wollen, nur mit den Erneuerbaren, mit Photovoltaik und Wind. Weiterer Aspekt, der dann sicherlich noch spannend wird, ist, wie sieht es denn dann eigentlich aus mit den Kosten? Denn wir wollen ja auch eine günstige Energiequelle haben. Das heißt, die Kernfusion wird natürlich, wenn sie dann marktreif ist, erstmal sehr teuer sein. Und das müssen wir natürlich dann auch irgendwie hinbekommen, dass die Kernfusion dann mittelfristig natürlich günstiger ist als Photovoltaik und Wind. Und wenn wir jetzt diesen Zubau und den Ausbau und den technologischen Fortschritt uns angucken, bin ich mal gespannt, wie wir das hinbekommen wollen. Denn bis dahin wird die werden die Erneuerbaren so immens günstig sein. Also da muss man dann schon Regierungsprogramme mit entsprechenden Subventionen aufsetzen, damit die Kernfusion eine echte Chance hat gegen die dann wahnsinnig günstigen Erneuerbaren. Das ist so. Und das wird, bin ich wirklich gespannt, wie wir das machen wollen. So, ich gucke nochmal nach. Wir könnten hier vielleicht nochmal... was haben wir denn hier noch? Wir brauchen hier vielleicht nochmal so ein... nochmal so ein paar Service-Einrichtungen, glaube ich. Ne? Wir können hier nochmal so eine Parkverwaltung... warum ist sie dort? Ist dieses Parkverwaltungsgebäude? Das setzen wir mal hier hin. Und dann haben wir hier noch die Straßeninstandhaltung. Machen wir drüben und vielleicht auch nochmal ein Busdepot. Können wir hier nochmal gucken, wir haben so einen kleinen Bus. Kleiner Busbahnhof. Hier nochmal direkt hier vorne. Da
Da haben wir dann nämlich einen ganz schönen Startpunkt. Gut, und dann setzen wir hier nochmal ein paar Bäume. Ruhig mal was Bunteres. Hier ist mal so ein paar Büsche vielleicht. Platzieren wir es nochmal. Ja, also das wird, glaube ich, die große Herausforderung dann für unsere Energieversorgung. Klar ist, wie gesagt, sobald die Kernfusion dann wirklich funktioniert, marktreif ist und wie sie dann auch in einem großen Stil einsetzen können, günstig, das wird so die Hauptfrage sein, schaffen wir es, sie günstig oder schnell dann auch kostengünstig zu machen. Denn damit wird sie konkurrieren müssen. Wir müssen zeigen, dass sie günstiger ist als Photovoltaik und Wind. Mit Speichern natürlich, klar. Wir werden aber wegkommen von diesen vielen, vielen, eigentlich komplett weltweit verteilten, dezentralen Energiesystemen hin zu wieder zentralen Großkraftwerken. Das wird nochmal eine komplette Rückkehr, will ich mal fast sagen, in Richtung der alten Energieversorgungsstrukturen. Da bin ich wirklich mal gespannt, was da so passieren wird. Ich würde gerade, können wir hier noch ein bisschen was bei unserem Fusionsreaktor noch mal schöner machen. Wir können hier vorne vielleicht noch mal ein kleines bisschen was machen. Aber ich glaube, dann sind wir auch schon fast am Ende dieser Folge angekommen. Wir haben jetzt hier wirklich viel über diese Technologie gesprochen, die, also ausführlich habe ich das mal in einer Podcast-Folge besprochen. Den Link ergänze ich dann nochmal in der Videobeschreibung. Und wer mag, kann sich das dann nochmal genauer anhören, was da so hinter steckt, hinter der Kernfusion. Da habe ich noch ein paar mehr Aspekte natürlich dann beleuchtet und diskutiert. Brauchen wir vielleicht aus, mal einen Wissenschaftler, Sportler, zumindest können Sie mal so einen kleinen Park hier nochmal bekommen, hier vorne auch. Und vielleicht einen Tennisplatz, wieso nicht. Als Wissenschaftler möchte man sicherlich auch zwischendurch mal ein bisschen Sport treiben. Hier haben wir dann nochmal ein bisschen was an Entertainment für die Belegschaft, die dann hier links wohnt und rechts dann arbeitet. Das ist jetzt also das Konzept. Ich glaube, ein paar Bäume können wir noch mal hier vorne entlang setzen, aber schon mit einigem Abstand. Damit das hier nicht ganz so kahl ist, auch hier können wir ein paar Bäume platzieren. Ja, ich glaube, damit sind wir jetzt aber tatsächlich am Ende dieser Folge angekommen. Wir haben das Thema jetzt hier schon, denke ich, ausführlich beleuchtet. Ich will nicht so nah an das Kraftwerk ran mit den Bäumen. Das ist ja nur eine Brandgefahr. Ein bisschen aufpassen. Ich denke, wir haben hier ein schönes Gebiet geschaffen für unsere Arbeiterschaft. Wir können hier schon mal eine Buslinie können wir schon mal setzen, die dann hier das Gebiet ein bisschen bedient. Eine Schnelllinie noch hier rüber zum Stadion, hier vorne hin und dann wieder zurück.
doch da die Verbindung zur Außenwelt haben. Das gleiche machen wir nochmal mit den Straßenbahnen. Drehen wir denn hier? Hier können wir nicht so richtig drehen. Ne? Da müssen wir bis hier vorne fahren. Naja, das ist Quatsch. Die Linie löschen wir wieder. Die gefällt mir nicht. Die ist weg. Da müssen wir nochmal einen Wendehammer bauen hier vorne. Da haben wir erstmal nur eine kleine Straßenbahn. Das machen wir nochmal in Ruhe. Auch die Nutzung der oder das Verbot der Straße hier für die regulären Fahrzeuge werden wir dann auch entfernen. Das Hotel ist mir zu groß. Das muss noch weg. Also, du kommst weg. Hostel, ein bisschen billig. Budget Hotel. Kleines Hotel. Ist nichts dazwischen. Alter Gasthof. Berghotel will ich auch nicht. Also ja, Konferenzhotel, das ist ja noch größer, das gefällt mir irgendwie nicht so richtig. Dann wird es hier so ein kleines Hotel. Und dann setzen wir hier nochmal, was braucht das? Das braucht noch mehr Business. Okay, Business kannst du bekommen. Dann denke ich, haben wir jetzt hier unsere nachhaltige Stadt um ein wichtiges Element erweitert, nämlich das Fusionskraftwerk. Wir können am Ende dieser Folge noch mal einmal den Blick auf die Hustadt werfen, mit dem Fusionskraftwerk im Vordergrund. Ja, das sieht doch sehr gut aus. In der nächsten Folge kümmern wir uns dann mal um die anderen Stadtteile. Wir müssen eigentlich hier vorne direkt weitermachen, Schmachtendorf weiterentwickeln. Ich glaube, da haben wir noch großen Bedarf. Aber damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.